Hey, hier ist Kamal von TechStage und wir sind hier gerade bei Vorwerk, einem Staubsaugerhersteller hier in Hamburg. Und die Jungs haben hier ein neues Produkt für den Bereich Home Automation vorgestellt. Neben mir ist jetzt Guido und Guido ist Produktmanager für das, was die hier heute gezeigt haben. Ich frage einfach mal erstmal herzlich willkommen. Was habt ihr denn hier heute gezeigt? Ja, das, was du heute hier sehen kannst, ist eine Weiterentwicklung von unserem VR100 Saugroboter. Das ist die Variante VR200 und wir sind richtig stolz, dir dieses Produkt heute zeigen zu können und zeigen zu dürfen vor allen Dingen. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht ein Experte in Sachen Staubsaugerroboter. Was muss man darüber alles wissen, wenn jetzt jemand was kaufen möchte? Welche Kriterien sind wichtig? Also Kriterien für einen guten Saugroboter sind in meinen Augen eigentlich, dass er eine sehr gute Reinigungsleistung erzielt und dass der Saugroboter sehr systematisch die Wohnung reinigt. Und ich glaube, dass wir mit dem VR200 hier eine sehr gute Lösung anbieten können für den Interessenten, der so einen Roboter kaufen möchte. Du hattest gerade gesagt, es ist der Nachfolger des VR100. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt der Nachfolger dann. Inwiefern habt ihr das Produkt verbessert? Bis auf die Form haben wir eigentlich alles neu an diesem Roboter gemacht. Wir sind bei der Lasernavigation geblieben, haben aber insgesamt noch Ultraschallsensoren verbaut und was auch ganz, ganz tolles Feature ist, wir haben einen vorwerkeigenen Motor richtig verbaut. Das heißt, wir haben jetzt eine doppelte Saugleistung gegenüber dem alten Modell und das bedeutet schon einiges, da der VR100 schon damals Testsieger geworden ist und da sind wir sehr gespannt, auch auf die weiteren Tests, wie er da abschneiden wird. Ich frage mal ganz frech, es gibt sicherlich da draußen Leute, die sagen, okay, so eine Haushaltsaufgabe, die kann ich mal in 20 Minuten erledigen, wozu brauche ich da so einen 700-Euro-Roboter? Ja, genau die 20 Minuten kann er dann aber mit der Familie verbringen. Das sind halt die besonderen Momente, weil heutzutage Zeit ist immer kostbarer und der VR200, der gibt der Familie wieder mehr Zeit. Also ich kann in Ruhe mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, während der Saugroboter die Wohnung sauber macht. Das funktioniert sehr gut und das ist auch das, worum wir dieses Produkt eigentlich so mit auf den Markt bringen wollen. Einfach mehr Zeit zu schaffen. Und er macht das komplett automatisch? Also ich stelle dann was ein und sage, 9 Uhr bin ich dann aus dem Haus und dann musst du die Wohnung reinigen oder reinigt er dann einen gewissen Spot oder so? Der Roboter kann programmiert werden, x-beliebiger Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit. So ist es bei mir, wenn ich um 9 Uhr im Büro bin. Um 9.15 Uhr fängt der Roboter an, die komplette Wohnung zu reinigen. Das macht er ganz systematisch, ganz logisch, Bahn für Bahn. Und das macht er richtig gut. Ja. Sehr gut. Okay, ich sage vielen Dank für deine Zeit und danke fürs Zusehen. Bis bald.